Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dalalaka Grillt. Heute mache ich mit euch Hähnchen-Ananas-Spieße. Wie ich das mache, was ich dazu brauche, bleibt dran. Ihr erfahrt's. So, für unsere Hähnchen-Ananas-Spieße brauchen wir natürlich Hähnchenbrust, die wir als allererstes marinieren werden. Dazu erstelle ich jetzt erstmal meine Grundmarinade. Eigentlich ganz einfach, bestehend aus Sojasauce. Ungefähr 3 Esslöffel. Dann ungefähr 5 Esslöffel Raps- oder Sonnenblumenöl, je nachdem wie ihr wollt. Dann dazu ungefähr 1 Esslöffel Apfelessig für die Säure. Dann ein guter Schuss von Honig und noch etwas Worcestersoße, wie auch immer. Kommt auch noch ein bisschen was dazu. Salz, Pfeffer braucht man nicht. Da ist genug Würze in den Sachen drin. Dann gehe ich her. Ich nehme dazu immer ganz gerne dieses Ziplock-Beutel. Hab das hier drin. Misch das schon mal durch, dass ich den Honig auch schön auflösen kann. Fertig ist die Grundmarinade von den Hähnchen. So, das stelle ich jetzt auf Seite. Und jetzt widme ich mich dem Hähnchen. Und zwar nehme ich die Hähnchenbrüste. Sie sollen ja auf einen Spieß. Also kommen die in schöne, gerechte Stücke. So ungefähr diese Größe. Zentimeter stark ist gut. Ab der oberen Ecke halbiere ich das Ganze. Mache das Ganze nochmal. Zack, zack, zack. Und das Ganze gebe ich dann in meinen Beutel rein. Wie ihr hier seht, zack. Und da kommt der Rest jetzt mit dazu. So, ich habe jetzt alle geschnitten. Jetzt kommen sie alle Stücke schön in den Beutel rein. Ich habe mir dazu einen 3 Liter Beutel genommen, der langt locker. Zack. Lassen wir da schön Luft raus, zu, dann knet man das Ganze in dem Beutel etwas durch. So, und das Ganze wandert jetzt in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns später zum Schnippeln vom Gemüse, der Ananas und zum Zusammenstecken. Bis dahin. So, für die Hähnchen-Ananas-Spieße habe ich hier das marinierte Hähnchenfleisch, habe hier noch 2 Paprika und natürlich die Ananas. Die lege ich erst noch mal beiseite in die Schüssel, die Spieße natürlich, und fange jetzt erstmal an und schneide die Paprika in schöne Stücken, um die dann auch schön auf die Spieße zu tun. So, die Paprika hätte ich fertig. Als nächstes kommt die Ananas.
Wobei ich hier von der Ananas nur die Hälfte brauche. Also zerteile ich die jetzt erstmal. So, die andere Hälfte brauche ich für was anderes. Dann viertel ich mir die, schneide den Strunk raus sie. Noch weg. Dann schneide ich mir hier raus auch schön circa 1 cm starke Stücken. So, und nun kann es gleich losgehen. So, und nun geht's ans Spießen. Ich fange an mit einer Paprika. Dann Hühnchen. Ananas, wieder ein Stück Hühnchen, und wieder ein Stück Paprika, wieder ein Stück Hühnchen, und so mache ich weiter, bis der Spieß voll ist. Und als Abschluss machen wir wieder eine Paprika. So langt mir das. Und so mache ich jetzt weiter. Wir sehen uns später. So, hier sind die 7 Spieße. Und jetzt geht's auf den Grill. Kommt mit. So, den Grill habe ich vorgeheizt. Ich habe jetzt alle Brenner auf die niedrigste Stufe runtergestellt. Habe die Roste eingeschmiert. Und jetzt gehen die Spieße direkt auf den Grill. Die werden jetzt ein paar Mal gewendet, bis das Hähnchenfleisch durch ist. Wir sehen uns. So, jetzt gehen wir her und drehen das Ganze. Das waren jetzt etwa 5 Minuten. Ich sage euch, duften tut das schon sehr, sehr gut. So, und das Ganze Spielchen mache ich noch ein bisschen. Wenn sie fertig sind, hole ich euch wieder dazu. So, sind es knapp 25 Minuten vergangen. Muss sagen, schön schaut's aus. Das Ganze kommt jetzt runter vom Grill und dann wird's gegessen. So, hier sind die fertigen Hähnchen-Frucht-Ananas-Spieße. Die werden wir jetzt verspeisen. Heute verzichte ich auf eine Kostprobe mit euch. Müsst ihr nachmachen, wenn ihr wissen wollt, wie es geschmeckt hat. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo wäre cool. Kommentiert ruhig. Bis dann. Ja.